Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und 1988 haben Halloween ihr Album Keeper of the Seven Keys Teil 2 veröffentlicht, ja, Part 2. Und auf diesem Album ist der Song I Want Out drauf. Ist ausgekoppelt worden, gibt's auch ein Video zu. Und Nemophila haben diesen Song jetzt gecovert. Und ich würde sagen, da schauen wir rein, da hören wir rein. Vergleicht so ein bisschen mit dem Original. Jedenfalls, wenn ihr das Original kennt, könnt ihr damit gut vergleichen. Ansonsten müsst ihr euch das Original gleich nochmal anhören. Ich würde sagen, los geht das. Ist übrigens 3 Jahre alt, der Song. Also, das Video. Aber deswegen sind sie ja noch zu gründen. Klingt da sehr nasal, was sie eigentlich sonst nicht tut. Ja, sehr geil. Sehr am Original dran, klar beim Cover. Macht Nemophila ja immer. Wir haben ja sehr viele Cover rausgebracht. Aber nur auf YouTube. Aber ich find's geil. Ist jetzt nicht typisch Nemophila vom Stil her, definitiv nicht, aber trotzdem sehr geil. Ja, mir gefällt's, wie gefällt's euch? Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr dabei seid, Like und Abo. Nicht vergessen, ne? Wir Schlingel. Das ist da sehr an Halloween dran, weil wer es jetzt rein Nemophila, wird das mehr krachen. Deswegen haben wir schon sehr im Original reingehalten. So ganz, ist ganz typisch dieser Metal wieder in den 80er Jahren, weil ich meine, das ist ja von 88 das Album. Auch so ganz typisch, das sind Hi-Hat-Gespiele bei den Metal-Songs immer. Yeah.
Ich höre die richtig gerne. Ich mag die Stimme von der. Definitiv. Ja, und diese typischen Gitarren-Soli aus den 80ern auch zum Schluss. Nemophila, I Want Out, das Halloween-Cover. Mir gefällt's. Wie gefällt's euch? Schreibt mir das in die Kommentare. Hab ich ja eben schon mal gesagt. Like und Abo da, wenn ich vergessen. Und ich muss sagen, passend zur Halloween-Zeit, ja, für mich fängt die Halloween-Zeit erst immer ab dem 1. Oktober an. Für manche aber auch ab dem 1. November. Ich muss sagen, ja, ich bin Halloween, ne? Hat die Band hat ja tendenziell außer dem Namen und einige Bilder ja nichts mit dem Fest zu tun. Aber das ist ja egal. Ne? Wir sind jetzt so langsam in der Halloween-Zeit drin. Vielleicht baue ich mir auch noch Halloween-Deko auf, passend zum Monat. Ich habe welche da, die habe ich mir letztes Jahr schon gekauft, die habe ich aber nicht angebracht. Vielleicht mache ich das dieses Jahr. Man weiß es nicht. Jedenfalls, Nemophila, damals noch zu fünft, I Want Out, von Halloween gecovert. Ich find's cool. Nemophila covern ja eh richtig viel. Die covern mit jeder Band, mit der die unterwegs sind, mit der die auf Tour sind, egal wie klein oder wie groß die Band ist, covert Nemophila einen Song und bringt den raus. Also kein richtiges Video, sondern halt nur so im Proberaum eingespielt oder wo auch immer das jetzt war. Oder im Studio eingespielt. Und jedenfalls, das finde ich cool. Egal wie groß oder wie klein die Band ist. Ne? Irgendwann könnten Nemophila da mal ein Coveralbum rausbringen, nur mit Liedern, die sie gecovert haben, aber halt eine Studioaufnahme in Nemophila-Qualität. Also quasi schon auf Nemophila umgemünzt. Das heißt, einige Lieder ein bisschen rotziger, die Punk-Lieder dann ein bisschen metalliger, also metalliger. Gibt es das Wort metalliger? Eine Metliga, genau. Das wäre dann wieder was anderes. Es gibt ja noch die Metliga. Egal. Ich komme jetzt vom Thema ab, ich trinke jetzt meinen Kaffee weiter und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.